35 ins Quadrat extrem schnell rechnen. Ich nehme mir die erste Zahl, das ist die 3. 3 rechne ich mal die Zahl, die danach kommt. 4. Da kommt 12 raus. Jetzt nehme ich die Zahl, die hinten steht, das ist die 5. 5 rechne ich mit sich selber. 5 mal 5, da kommt 25 raus. Und jetzt muss ich einfach nur das beides aufschreiben. 12 und einfach 25 dahinter. 1225, das ist das Ergebnis. Das funktioniert leider nur, wenn die Zahl hinten auf 5 endet, aber da funktioniert das immer.